So, weiter geht's. Durch die Pampe. Ich wette, dahin geht übelst die Party ab. Ich meine, da ist ja der olle Schokostecher hingerannt. Hingeplanscht. Hier sieht sehr ähnlich aus. Wieder ein Gitter. Das ist so dumm, ne? Es ist so blöd, dass ich hier hingehe, ne? Ah, ja. Oh, ja. Hier hat jemand was vergessen, wa? Na, Grabstier. No. Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Mal eben. So. Ist er tauchen gegangen, oder? Ich meine, hier geht's nicht weiter. Vorne geht's nicht weiter. Hier ist ein kaputtes Rohr. Der ist tauchen gegangen. Der ist, huch. Huch. Was? Was ist da los? Oh, er ist auf Grund getroffen. Und ich bieg mal das Ding wieder gerade, falls man das hier machen kann. Das Rohr scheint locker zu sein. Ja, das sehe ich. Das ist nämlich abgebrochen. Ein Rohr ist lose und Wasser läuft raus. Ja, hier fließt überall Wasser raus. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Die Tipps sind hier der Hammer. Das Rohr ist locker und da fließt Wasser raus. Zwei Hebel steuern die laute Maschine. Kann ich das... Oh, jetzt passiert garantiert was, Freunde. Oh, das knatscht aber. Oh! Oh, ist runtergefallen. Entschuldigung. Ich will Hilfe. Mach's wieder heile. Nein, ich bin zu wieder dran, Mann. Aufgenommen Rohr. Das werfe ich da hinten in dieses Mühlenrad. Jawohl. Scheiß auf die Maschine, von wegen langsam. Das Ding war kein bisschen langsamer, aber hier hat eben übelst gebrummt, ne? Und der Zombie ist missing. Alter. Alter, hab ich Laune. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder es war so eine Halluzination wie bei The Darkness, aber daran glaube ich nicht mehr. Daran glaube ich nicht mehr. Aua! Ah! Woo! Yeah! Das mal hier auch gleich nochmal. Was haben wir denn jetzt? Halte das drehende Wasserrad an, um weiterzukommen. Ja, das ist ja unglaublich, ist das. So, kann man jetzt hier so? Das Rad dreht sich zu schnell, um es zu blockieren. Also doch mit der Geschwindigkeit. Halte das Drehen, ja bla. Um das Rad zu blockieren, muss es zuerst langsamer werden. Ja, habe ich doch. Dann war ich ja da vorhin schon gar nicht mal so falsch. So, vielleicht hat sich da ja was verändert, sobald ich das Rohr hier geholt habe. Oh Gott. Oh Gott. Und der Zombie ist hier immer noch am Toilettentauchen hier in der Kanalisation. Ah ja, da war ja auch noch diese Leiter. Naja, das ist sowieso so ein Rätsel für sich. Was ist hier, ne? Die kann man nicht hochheben. Die kann man gar nichts machen. Da kommt Licht durch. Da ginge es raus. An die frische Luft, Daniel. Ich will doch mal was hier. Nicht in dieser Kloake des Grauens. Die Kloake des Grauens ist das. Das ist doch nicht schön. So. Wie hatte ich's denn? Links und Mittel. Jetzt hau ich das einfach mal. Probiere ich mal rum. Okay, das ist noch ein Tucken. Das ist noch ein Tucken langsamer. Vielleicht reicht das schon. Man weiß es ja nicht. Ah, das reicht mit Sicherheit nicht, weil sonst würde diese Quest-Musik kommen. Egal, ich probiere es einfach aus. Auf jeden Fall ist es langsamer als vorher. Das möchte ich meinen. Fick die Henne! Nein! Das darf einfach nicht geschehen. Nein! Bleib mir doch vom Leibe! Wieso nur? Wieso? Okay, es
genau richtig, die Geschwindigkeit, weil sonst wäre hier jetzt nicht so ein Penner, der das wieder schnell machen will. Das ist der Maschineningenieur, der sagt dir, ey, mach das wieder schneller. Ich bin jetzt echt geneigt, das wieder schneller zu machen. Vielleicht reicht das eben. Junge, mein altes, von Sorgen geplagtes Herz. Okay. Schätze, er ist weg. Aber ich bin in letzter Zeit echt gut dabei, ne? Die Dinger, ne? Die können mir gar nichts. Da bin ich recht immun, weil ich so unglaublich schnell immer die Türen zumache und so. Und ich hoffe, der... Also ich weiß es. Der ist ja eh nicht mehr, ne? Das ist ja jedes Mal, zack, Zombie kommt, verkriechst dich, wart's bis miese Mucke hier ausgeklungen hat und dann ist der weg, wie weggeportet. Und ich denke jedes Mal, der könnte ja noch irgendwo sein, aber... Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, Max. Trau dich. La 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 la. Regentropfen, die in der Kloake tropfen. Hier stinkt's auch, ne? Ich rieche es. Hier stinkt. Ah ne, es war die. Hier stinkt's erstmal nach Scheiße, ne? Ich meine, was so ein ganzes Schloss an Abwasser produziert, ne? So, ja, jetzt ist doch definitiv langsamer. Probieren wir aus. Und da kommen wir durch. Das ist doch wunderschön. Ja, und da geht in der Mitte ein Gang. Und ich wette, wenn ich die Tür passiert habe, da ist ja die Hölle auf Erden. Hölle in der Kloake. Nee, aber ich wittere immer noch Gefahr. Da hinten die Gitterstäbe sind in der Mitte zwei durchgetrennt. Da geht die Treppe hoch. In ein anderes Gebiet. Das hier möchte ich trotzdem mal ganz gern noch abchecken. Ja, ich hab's gewusst. Man kann nicht hindurch. Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Jo, das ist aber... Das ist der Hauch der Erkenntnis hier. Okay. Das ist wieder so eine Scheiß in Arsch Tür. Und da liegen die Ratten. Und ich weiß doch, was dahinter ist. Ich will nicht, ne? Oh, da knarrt die auch noch. Es ist jedes Mal... jedes Mal kostet mich so viel Überwindung, diese... Scheißtüren auf... Oder Wabatz? Da lebt es. Diese blöden Türen aufzumachen. Jedes Mal dasselbe. Instant. You are carrying the shadow with you. Oh, ich bin so sleep. Okay. Jetzt habe ich geschluckt. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Da liegt ein Schwein ohne Kopf. Deswegen ist er gerade so mega geflasht worden von... Und da liegt der Kopf. Und wenn ich hier reingehe, dann lasse ich die Tür auf. Nein, ich lasse die Tür nicht auf. Ich mache sie zu. Oh Gott, was ist das denn für eine... Was ist das für ein Raum hier? Ich meine, was tut man hier? Wieso tut man hier, ne? Es ist ja schon fast eine Gummizelle. So wuchert das Zeug hier. Nein, das ist kein Schwein. Das ist ein zerfetzter Zombie. Ach du Heilig. Was ist denn noch mieser als ein...
da liegt der Arm. Oh Gott. Da der Körper. Oh Gott. Und da liegt... Oh, ich bin gerade so geflasht, ne? Es geht gerade gar nichts. Da liegt noch Laudanum. Na? Oh Gott. Ich muss sagen, in diesem Spiel bisher hatte ich bis jetzt noch nicht so viel Angst. Ich weiß nicht wieso. Hier, das ist gerade ganz... Das ist gerade ganz, ganz fatal hier für... Oh. Wow. Wow, wow, wow. Du Scheiße. Verfickte Scheiße, ey. Irgendwie ist er durchmarschiert, hat den in Stücke gehauen, den Zombie. Ist weitergelatscht und... Oh Gott, jetzt ist er der Gang. Es lebt dahinter, ne? Okay, ich mach die Tür auf. Ich hab kein... Ich rechne jetzt einfach mit allem. Passiert nichts. Alter, ey. Wow. Ja, es lebt, ne? Boah, ey. So, jetzt kann ich mich endlich mal rächen, ne? Ha, fieser Move. Klatsch. Oh. Okay, das... Oh! Ist sogar im Tod, ne? Oh Gott. Okay, ich versuche das Ding mal gegen die Gitterstäbe zu werfen. Ich bin gerade mega langsam. Wieso bin ich langsam? Eine Wunde blutet ziemlich stark, jo. Ach, jetzt bin ich wieder... Ach, weil ich den schleppe. So schwer soll der sein. So, jetzt mache ich die Tür aber lieber doch wieder zu. Das ist mir nicht... Nicht geheuer da mit dem Gang. Ey, ohne Spaß, Freunde der Sonne. Wenn jetzt von vorne ein Zombie kommt, ich raste aus. Ich raste völlig aus. Von wo denn? Oh Gott, ich habe irgendeine... Ein verschwertes Spur wurde... Ich bin so am... Ich trinke erstmal was. So, ich lese es hier noch für alle nicht lesefähigen nochmal vor. Ein versperrtes Tor, also ja, das wir da gesehen haben, wurde von dieser Kreatur niedergerissen. Ja, jetzt habe ich zwei Optionen. Entweder ich laufe geradeaus, scharf links. Oder wieder in den Raum rein. Jetzt weiß ich leider, dass in diesem Raum eine Sackgasse ist. Ich würde jetzt theoretisch in den Raum rennen, aber ich möchte gerade, ohne Spaß, ich möchte eigentlich, dass ihr das Vieh seht, weil ich wette, das ist so ein bisschen besonders anders. Wir schauen es uns mal an. Das ist ein Zombie. Wie jeder andere. Nee, hinter der Tür verstecken. Sieht aus wie ein Zombie. Oh nein! Oh nein! Das ist kein Zombie, das ist sonst was. Und der fuchtelt vor meiner Nase rum mit seinem Hüft. Ah! Ah! Das ist sonst was. Sonst was ist das? Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ah! Ammonmeißel. Gegenstand kann auf kein Objekt angewendet werden. Glas. Gegenstand kann auf kein Objekt angewendet. Was soll ich denn machen? Jetzt bin ich hier verbuggt. Oder was? Ah! Okay.
Ich renne nach da hinten. Dann kommt es so zu, 99% hinter mir her. Dann umkreise ich es und renne. Oh Gott, ey, hoffentlich. 1, 2, 3. Wow! Wow! Oh. One hit. Ich bin nichts weiter wert als ein dreckiger One-Hit. Gleiches nochmal, oder wie? Das gleiche nochmal, oder wie? Ich bin noch nicht euer behindertes Versuchskarnickel. Nein, das wäre so unfair, wenn jetzt nochmal. Alter. Irgendwas Neues. Ich bin noch nicht. Ihr seid doch alle. Alter! Ich will nicht mehr! Ich hör's. Hör ich stöhnen. Alter, was war das? Hälfte des Gesichts weg. Arm weg, aber dafür so ein Hackebeil drangeschraubt. Das ist doch nicht mehr schön! Der hat auch den anderen Zombie in Stücke gehackt. Alter, hier ist Zombie-Battle. Zombie-Battle Volume 2 ist das hier gerade, Freunde. Das ist so krank, ne? Erstmal dieser Raum. Dann dieser halbe Latschen da. Dann da hinten, da lebt es hinter der Wand. Draußen lebt es so halb, ne? So ein Schlachter-Baby-Zombie rennt da rum. Ich meine, das war ja nicht ausgewachsen. Das war so ein Kind, Mann.